Ey, was ist das? Temptation Island, Folge 8. Für alle, die auf YouTube zuschauen. Link zu TV Now ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Heute bei Temptation Island. Ich habe mir dicke Eier. Ich stelle manchmal vor, wie ich eine durch... Der ist einfach ein Betrüger. Uff. Und wer einmal betrogen hat, der wird immer betrügen. Das ist auf alle Fälle Gedanke fürs Fremdgehen. Warum soll ich mich dann zurückhalten? Ist umgezogen, der schläft im Frauenschlafzimmer. Seid ihr ready, oder? Was bisher geschah? Die Beziehungen geraten ins Wanken. Das Einzellagerfeuer öffnet den Vergebenen die Augen. Hat er für dich die Grenze schon überschritten? Ja, dann mach ich halt auch mal, wie ich will und lass mich anfassen und genieß die Zeit einfach. Michelle hat ihren Freund vergessen. Ja, das ist schön, dass ich da Max gefunden habe. Ist jetzt Rache angesagt? Auf jeden Fall. Und mit Sarah? Ja, auf jeden Fall auch. Und jetzt erst recht mit Sarah? Rache ist süß. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Pia auf die Bilder reagiert hat, die sie im Lagerfeuer hier gesehen hat. Ich bin richtig wütend und richtig angewidert und angekotzt. Ja, ich fühle im Moment nur noch Hass. Das ist scheiße, ehrlich, dass die Pia jetzt so, ja, so am Ende ist. Das ist einfach das Spiel. Man muss ja halt einfach versuchen, treu zu sein. Entspann dich, ey. Dann lass mich doch einfach in Ruhe, verstehst du es nicht? Wo hab ich dich angebaggert? Nicht einmal. Wenn du was anderes behauptest, kriegst du jetzt in die F***. Ja, ich bin ein bisschen ausgerastet. Nein, hör auf! Mir gingen schon ein paar Sachen durch den Kopf, ne? Ich habe gelernt, zuzugeben, wenn man Scheiße baut. Und habe gelernt, ja, und da könnte ich treu sein, glaube ich. Und auch Till und Matteo sind in tiefe Gedanken versunken. Aber ich sag mal, wenn da jetzt noch mehr geht in dem nächsten Video, was du zu Gesicht bekommst, ja, würdest du dann bei der Aussprache mit dir Schluss machen, oder? Glaub nicht. Nee? Im Fernsehen. Ja, aber dann würdest du das ja in Kauf nehmen, dass die Leute denken, dass du sie trotzdem weiterhin auf der Nase rumtanzen lässt. Das ist dir nicht zu viel gefallen, echt nicht. Wirklich nicht. Auch wenn das scheiße ist, wenn man das im Fernsehen macht. Sie hat es darauf angelegt, sie behandelt dich hier scheiße, echt. Das sagen auch die ganzen anderen Frauen hier. Also wenn das die Hanna gemacht hätte, boah, dann würde ich hier nicht mehr so ruhig sitzen. Ja, ich finde, das ist ja alles in Ordnung. Wir sind jetzt 4 Jahre zusammen und wenn die Zeit gekommen ist, dann ist halt so. Ja, aber das ganze, die ganze Rederei jetzt und mit dir darüber sprechen, und schon hart irgendwie. Ja. Kein Bock drauf. Nee, natürlich nicht. Ich möchte auch nicht in deine Haut stecken, ganz ehrlich. Das nimmt ja immer mehr Form an. Von Video zu Video geht ja immer mehr vonstatten. Du freust dich nicht aufs Wiedersehen, ne? Nee. Nee, normal nicht. Oh, scheiße, ey. Die Laune ist irgendwie auf dem Tiefpunkt in der Party-Villa. Wer hätte das gedacht? Der nächste Morgen bringt sicher wieder neuen Schwung, oder? Ey, er hat nicht mit der Alten geschlafen. Also in einem Bett. Mit dieser Jackie. Mal was Neues. Wie geht's dir, Calvin? Ja, besser. Besser. Ja. Der Calvin war ja jetzt die letzten 3 Tage immer sehr viel mit der Jackie. Und jetzt hat er gestern Abend mal die Reaktion von seiner Freundin gesehen. Ich bin richtig wütend und richtig angewidert und angekotzt. Ich fühle im Moment nur noch Hass. Also, dass sie schon so emotional ist, hat mich schon ein bisschen schockiert. Ne? Einfach, weil ich sie echt nicht verletzen wollte. Ich habe mir schon vorgestellt, wie man die ein oder andere Frau in der Nacht. Aber am Ende des Tages kommt es halt einfach darauf an, ob man es macht oder nicht. Und darauf kommt es an, in meinen Augen.
Du bist dir aber sicher, dass du die Pia wirklich liebst? Ja? Ja? Okay. Ich bin auf jeden Fall stolz, dass ich das Ganze nur in meinem Kopf hatte und nicht gemacht habe. Ja, das ist halt einfach auch ein Treuetest. Wie willst du denn jetzt mit Jackie umgehen? Der war trotzdem assi, ne? Einfach mich komplett zurückziehe, verletze ich sie voll. Mhm. Wenn ich aber mit ihr weitermache, verletze ich die Pia. Ey, das ist so ein... Man muss auch mal sich in einen Mann reinversetzen. Dass wir halt alle ein bisschen reizüberflutet sind. Ein fröhliches Guten Morgen auch in die andere Villa. Und, wie ist hier die Stimmung? Nachdem ich die Bilder beim ersten Lagerfeuer gesehen habe, habe ich ein sehr komisches Gefühl, weil ich nicht weiß, wie viel ich jetzt von dem gesehen habe, was den Abend passiert ist, was jetzt die anderen Abende passiert ist. Und das verunsichert mich schon. Pia ist mit Calvin zusammen. Also im besten Fall ist alles Tag und er hat gar nichts gemacht. Ja, das kann ja erklären. Man muss sich Abstand von ihr halten. Mhm. Ist auch so. Ja, muss ich eigentlich schon, ne? Vergeben. An Hannah ist toll, dass sie so ein liebes Mädel ist, ne? Ja, schon so eine Traumpartnerin ja irgendwo auch, ne? Und das hat sie eben nicht. Traumpartnerin? Hannah? Ja, jetzt nicht mein Fall, aber soll er machen, so, ne? Soll er machen. Ja, naja, wie gesagt, auf jeden Fall... Du hast halt gerade voll, was du gesagt hast. Ich glaube halt, dass von meiner Seite aus einfach mehr ist als von meiner Seite aus. Was ist los, mein Schatz? Hanna, was ist los, Schatz? Wie soll ich? Komm bei uns. Komm. Da haben mich die Gefühle überrannt, weil ich irgendwie das Gefühl habe im Moment, dass von meiner Seite aus einfach mehr Gefühle da sind, als die von Tills Seite da sind. Und das tut schon weh, wenn man einfach denkt, dass man den anderen ja mehr liebt, als dass er das so zurückgeben kann. Ich habe gerade vorgepasst, was du jetzt gesagt hast. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass von meiner Seite aus da irgendwie viel mehr ist als von Tills Seite aus. Ich denke, er liebt dich auch super auf seine Art und Weise, aber er kann trotzdem so die Versuchung nicht widerstehen. Das kann er auch nicht. Ja. Nur mit mir kann man sowas halt nicht machen. Was hast du wieder gemacht? Was hast du denn erzählt? Erzähl uns das mal. Wir haben gerade ein doofes Thema gehabt. Was denn? Ach, wir haben gerade ein blödes Thema gehabt. Hm. Also es ist natürlich nicht schön, wenn man Hanna weinen sieht. Und daher habe ich sie dann versucht aufzumuntern mit einem Schokoriegel. Der Schokoriegel. Schokoriegel klärt. Ganz einfach. Das ist ein ganz besonderer Riegel. Für eine ganz besondere Frau. Hm. Das ist der Super-Duper-Foco-Riegel. Und Leute, mir ist gerade eingefallen, dass ich euch noch ein Geheimnis erzählen wollte. Und ich wollte das tatsächlich nur im Stream erzählen. Also schon mal spoilern, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich für Sonntagabend einen sehr geilen Stream geplant. Mit Gästen. Mit Gästen, die ihr kennt. Das wird ein sehr, sehr geiler Stream. Wirklich, es sind 5 Gäste. Soll ich euch 2 Gäste verraten? Okay, ich verrate euch Gast Nummer 1. Sonny Loops. Der zweite Gast, den ich euch verrate von 5 Gästen, ist Yasmin Azizam. Wird ein sehr, sehr wilder Stream. Ich will jetzt nicht zu lange reden. Wie viel Uhr am Sonntag? Wahrscheinlich 18 Uhr. Auf jeden Fall habe ich Bock auf was Dreckiges, vor allem mit Sarah. Und ich freue mich richtig auf das Date, ja. Ich hab Bock auf was Dreckiges, weniger vor allem ich dafür, mit umso Sarah. Vertrauter geht es in der Villa der Frauen zu. Ich finde Max sehr, sehr gut. Junge, haben die eigentlich immer nur die gleiche Position, wie der die anfassen kann, oder was? Hond. Okay, sie korbt ihn doch nicht so hart, wie ich dachte. Warum soll ich mich dann zurückhalten? Lover. Für die vergebenen Männer und auserwählten Singles geht es nun los auf ein etwas anderes Gruppendate. Ja, ey. Achtung, ich nehme euch einen Schuh. Boah, krass.
schon mal vor, jetzt hättest du nur einen getrunken vorher. Tschüss. Ich hab auch Angst. Das ist wie im Horrorfilm. Das war geil. Ich weiß nicht, wo wir hier gelandet sind. Das ist auf jeden Fall eine echt verrückte Welt. Ich dachte, was gehen jetzt? Also, was haben die dann geraucht? Aber Mensch, sowas finde ich ja wieder geil, ne? War witzig, ja. Sowas mit Einheimischen fühle ich. Fühle ich anders. Voll geil. Willkommen zu Pantigan Bali. Om Swastiastu. Okay. So, and then before we start the activity, so you will get this one. So the sarung called Tridatu. You will look like us later, like Balinese people. Okay, are you ready? Wow. Yes, yeah, okay. Ready. Einfach mal hier was zu sehen in Bali ist nice. Man lernt das hier ein bisschen kennen, die ganze Kultur und manche Bräuche halt auch einfach, ne? Ich weiß nicht, wo es noch weitergeht. Keine Ahnung. Bereit für unseren Lieblingsanimateur Filippo? Ja, ich habe gedacht, wir machen heute eine ABC-Party, After Beach Clubbing Party. Und dann habe ich die Gruppe zusammengetrommelt und habe gesagt, let's go! Wir machen jetzt ein Spiel. Fangen brauche ich nicht erklären, kennt jeder. Allerdings aneinander in einer Gemeinschaftskette, was das Ganze schwieriger macht. Geil aber. Die überlegen sich wenigstens was. Wisst ihr, was ich meine? Damit es nicht so langweilig Champagne ist. Champagne Shower, Champagne for the pain. Fühl ich. Mit den Händen, ich karate mit dem Mund. Jeder durfte mal rumspritzen von den Leuten, die das irgendwie vermissen. Ja, sympathisch, eine magisch. Ganz andere gefällt Poolparty mir. Gibt's beim balinesischen Gruppendate. Scheiße. Oh, fuck, ey. Vermute mal, dass wir uns da irgendwie ein bisschen wrestlingmäßig im Matsch wühlen. Eventuell. Eieiei, du hast ja dreckige Gedanken. Jetzt geht's los. Jane in the Jungle ist auf jeden Fall, gibt eine sportliche Figur her. Im Wasser hat sie ordentlich gezeigt, dass sie Power hat. Gutes Team. Ich habe den Kampf gewonnen. Boah, zerfetzt, Alter. Ich bin ein guter Verlierer. Da sieht man, wer wirklich stärker ist. Soll mit dem sein? Zwischen uns ist alles cool einfach. War doch auch lustig. Lustig. Ja, wie fand ich? Ja, doch, war lustig. Und in der Frauenvilla? Da steigt die Kreativität in unermessliche Höhen. Wir haben, wenn ich du wäre, gespielt, Temptation Island Version. Wenn ich du wäre, Filippo, dann würde ich mich jetzt nackt ausziehen. Die wollen dein P*** sehen. Ja, zeig mal. Leute. Ja, ich dachte, du machst das locker. Tut mir leid für euch, aber die Sequenz, wo der jetzt da aus dem Pool steigt nackt, müssen wir überspringen. Weil der steht da einfach und läuft da rum. Also man sieht zwar nichts außer den Po, aber nicht, dass wir jetzt irgendwie hier Ärger kriegen von Twitch, weil die Regeln sind hier ein bisschen krasser als bei YouTube. Ihr wollt alle seinen Arsch sehen, gell? Etwas ja, ja. Gesitteter ist ja, das ja. Hingegen so bei den ist das. Männern und ihren Single-Damen. Die Zeremonie am Ende war mega cool. Das scheint wohl was sehr Traditionelles hier zu sein. Ja. Nicht im Ernst, wir haben dich geheiratet. Was? Echt? Ah ja. Pretty night. Champagne and wine.
Du hast mich gar nicht anständig gefragt. Ja. Jetzt kannst du nur mal auf die Knie gehen. Oh, die ist süß irgendwie, ne? Ich finde die süß. I think I wanna marry you, würde ich sagen. So schnell kann's gehen. Na, auf jeden Fall genieße ich die Zeit gerade hier mit Sarah noch die letzten paar Tage. Ich kann mir vorstellen, sie nach der Sendung sie wiederzusehen. Und vielleicht klappt es dann ja mit dem Antrag. Der Abend bricht an auf Temptation Island und damit auch eine neue Partynacht für unsere Vergebenen Harmony. Und ihre liebgewonnenen Single-Männer. Filippo hat natürlich wieder einen Plan. Okay, Leute, wir müssen Tanzwettbewerb machen. Ich gucke, dass die Gruppe immer motiviert ist, immer in Bewegung. Eine Frau steht hier wie im Club mit ihrem Getränk so eingebildet, okay? Okay. Und jeder muss versuchen, sie anzutanzen. Das Problem ist, ja, im Park können nicht tanzen, ey. Party, die wir gefeiert haben. Und drüben? So. Oh, da geht's jetzt ab, Leute. Eieiei. Bist du? Spiel mal Sims. Kommt heute auch noch. Sims spielen wir, wenn hier alles rum ist. Alle klatschen jetzt. Zu Hause. Ja, dass Daniel so auch getanzt hat, fand ich geil. Und sie war definitiv von allen Bauchtänzen, die ich bisher gesehen habe, eine der besten. Oh, Baby! Auf jeden Fall ein guter Hüpfschwung, ne? Das ist krass, Mann. Hätte ich gar nicht gedacht. Das war auf jeden Fall Bauchtanz, wie man den zu machen hat. Stark! Macht sie gut, gell? Macht ja, sie natürlich gut. Mache ich das öfter. Also schon ziemlich lange, ungefähr jetzt 20 Jahre. Ich habe auch schon gesagt, ich würde es auch gerne bei ihr lernen. Stark. Das wird ja stark. Fast zu einem Party-Battle stark. Hier. Und wie sieht's bei den Frauen aus? Jeden Tag nur mit dir, nur mit dir. Du liebst mich so. Oh mein Gott, Alter. Das seht ihr, was ich sehe? Sieht sie wie er. Also alles schön und gut, ne? Aber habt ihr gesehen, wie er sich gerade bewegt hat? Leute, wirklich, ich will den nicht schlecht reden oder so. Hey, ja, achtet auf ihn da. Da, guck mal. Wie er guckt. Und wie er seinen Arsch bewegt, ey. Da muss ich los. So, wie der seinen Arsch bewegt hat. Stellt euch vor, dieses Mikrofon-Ding hier ist sie, ne? Und er macht so. Ey! Das war doch 1:1 so! War das nicht gut? War das nicht gut? Ey, seid ehrlich, der hat das genauso gemacht. 1:1. 1:1. Wer jetzt noch nicht reingefolgt hat, der sollte das spätestens jetzt tun für die extrem geile Tanzeinlage. Ja? Wer jetzt folgt, vielleicht gibt's mehr Tanzeinlagen. Leute, welcher Hüftschwung war besser? Eins meiner, zwei seiner. Welcher war geiler? Welcher Hüftschwung? Eins in den Chat meiner, zwei seiner. Wer hat zwei geschrieben? Direkt Timeout. Nein, Spaß. Okay, machen wir weiter. Spaß haben wir heute richtig viel. Die Michelle mit Max. Also der Max, der weiß ich eher wirklich gar nicht von der Seite. Ja, und Hannah Bantan ist die wie ausgewechselt. Dieses also, King-T-Shirt, ey, muss auch los. So, jetzt muss ich sie leider abführen. So, hey. Julian macht zwar manchmal echt komische Sachen, aber er macht das immer so humorvoll und so auf eine ganz, ganz lustige Art und Weise. Und dann kommt er mit seinen Handschellen an und meint, er ist jetzt Polizist und muss mich der Tanz. Alter, wie hab ich denn geguckt, Junge? Ey!
Ciao. Okay. Okay. Hab verstanden. Ey, alles cool. Hüftschwung wie eine Kobra. Pau, pau, pau. Per, peng, peng, ey. Ey, der hat eine Gurke in der Hand. Komm, hör doch auf. Das ist ja immer so viel am Grinsen und manchmal fällt mir dazu auch echt nichts mehr ein. Haben Sie hier irgendwas? Alles sauber? Ja. Ja. Sicher? Ja, und ich halt, ja, mach Alba ein bisschen mit dem Dio rum. Pia und Jogo läuft, ne? Ich würde mal behaupten, dass da auf jeden Fall einiges geht. Jetzt passiert was. Wir haben uns geküsst, waren kurz da, haben so das Gefühl gehabt, dass uns jetzt keiner zuguckt. War gut, also sie kann auf jeden Fall küssen. Sie glauben, die Geschichte ist wahr, dass sie sich nur geküsst haben? Küssen klingt vieles ähnlich, ne? Sie glauben, die Geschichte ist wahr. Ja. Was ist los? Alles gut. Red, es ist alles gut. Sag. Ja, es ist ja alles gut. Ich kann dir nicht helfen, wenn du nicht mit mir sprichst. Ich bin auf jeden Fall immer hinter dir, okay, mein Armer? Was geht dir gerade durch den Kopf? Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall finde ich Sarah toll. Sei ehrlich. Und dann akzeptiere ich das. Mit was soll ich ehrlich sein? Dann frag mich einfach direkt. Nein, ist ja alles gut. Komm, das geht doch für die Menschheit. Ich verstehe deine Frage nicht. Ja, aber könntest du dir was vorstellen oder nur freundschaftlich hier? Mit dir meinst du? Also jetzt hier während der Zeit. Nee. Korbt sie ihn? Oder sagt sie, ja, ich kann mir was mit dir vorstellen? Eins, sie korbt. Zwei, sie kann sich was vorstellen. In den Chat bitte. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Okay, mehr Zweier als Einser, glaube ich. Habe ich gerade so gesehen. Vielleicht danach oder was auch immer. Hier ist sowieso nicht. Wirklich? Ja, dann passt's ja. Ist ja alles gut. Das war ein Korb, oder? Möglich war ein Korb. Möglich war ein Korb, oder? Möglich war ein Korb. Nicht? Ja? Ja, nein? War schon ein Korb. Ah, war schon ein Korb. Ah, Leute, ich muss mal ganz kurz. Einen Moment. Einen Moment. Ihr seht den Korb, oder? Mein Wurf entscheidet jetzt, ob es ein Korb war oder nicht. Ja? Ich werfe von hier in Knien. Okay, liebe Freunde. Ey, und ich habe mal Basketball gespielt. Ich bin krass gut, gell? Ich bin krass gut. Ah, da war knapp, aber. Wir machen drei Würfe, okay? Drei Würfe. Wenn ich jetzt noch zwei treffe, rette ich's. Wenn nicht, verkackt. Okay? Krass gut bin ich. Krass gut. Krass gut, wirklich. I'm not him. Egal, der Ehrenwurf. Okay, wenn ich den Ehrenwurf treffe, dann war's ein Korb. Okay? Ey, ich bin wirklich krass gut. I'm not socked them. Also auch wenn ihr es nicht glaubt, ich habe wirklich mal Basketball gespielt, ja? Auch wenn ihr es nicht glaubt. Und ich bin echt krass gut.
Hört mal auf, mich zu mobben. Hallo? Das war Vorführeffekt. Wisst ihr, wie aufgeregt ich bin gerade? Normalerweise bin ich krass gut. Ey, was macht der? Oh, cringe it in. Was ist denn mit ihm? David ist ein richtig geiler Typ. Ich feier den voll. David, lass bitte deine Hose an. Lass die Hose bitte. Lass die Hose an. Oh nein. Was macht der jetzt? Na, Junge. Hallo. 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 Stopp. Bei denen ist das einfach immer lustig. Und sein Motto, ach, entschuldigen kann ich mich auch morgen. Und für die Ersten geht's dann doch langsam ins Bett. Und das nicht allein. Ey, die sind verheiratet schon. Die sind eigentlich schon ziemlich weit. Der Diogo, der schläft nicht mehr bei uns im Schlafzimmer. Der ist umgezogen, der schläft im Frauenschlafzimmer. Eine Frau, die einen Mann bei sich im Schlafzimmer einziehen lässt. Intimität. Intimität. Das ist das Wort. Hoch mit dir. Ja, ich mag schon auch. Ich hab's euch gesagt. Ich hab euch gesagt, sie korbt ihn. Ich hab's in der letzten Folge gesagt, sie korbt ihn. Okay. Das ist gut. Jetzt ab in die Haie. Das wäre jetzt auch nicht das, was ich mir unbedingt vorstelle, aber eine Frau kann schon ruhig auch sagen, was sie denkt und ja, ihren eigenen Kopf haben. Gute Nacht. Eigentlich muss der Korb wieder her, ne? Aber ich brauch gar nicht werfen, das war ein eindeutiger Korb. Das brauchen wir gar nicht auslosen. Das war ein eindeutiger Korb. Punkt aus Mickey Maus. Für mich ist es einfach so ein Prinzip, dass ich hier nicht neben einem Jungen schlafe, zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Und ja, daran halte ich mich an meine eigenen Prinzipien und lasse mir auch gar nichts einreden. Ich schlafe neben Hanna und Punkt aus Ende. Tag 10 auf Temptation Island. Die wachen auf wie ein altes Ehepaar. Oh, armer Kelvin. Es sah so aus, als ob ich die Beziehung nicht so ernst nehmen würde mit der Pia. Ich habe halt nicht gesehen, dass ich sie verletze manchmal. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mir das mehr noch durch den Kopf gehen lassen. Ja. Ich habe hier dicke Eier, ich stelle manchmal vor, wie ich eine durch... Oh mein Gott. Du hast so viele Eindrücke, so viele... Hat er ja das gerade wirklich gesagt, ja, ne? Hat er wirklich gesagt, ohne groß drumherum zu reden, hat er einfach rausgehauen. Okay. Reize, das sieht halt ab und zu so aus, als ob du deine Freundin vergisst. Am Ende des Tages hast du sie im Hinterkopf, aber natürlich sieht das auch ab und zu einfach so aus, als ob ich Single bin. Die Pia ist so ein Hammer-Mensch, einfach wirklich, ne? Ja. Ohne Scheiß. Ja, aber ich halt nicht und dann muss ich mir selber die Frage stellen, will ich mit dir zusammenbleiben oder nicht? Weißt du? Ja. Will dir nicht weiter wehtun. Deswegen wäre es einfach dann auch fair, wenn ich sage, ciao, weißt du? Im Endeffekt würde ich mir wünschen, dass wir einfach beide aus der Villa kommen. Einfach sagen, ey, alles cool bei uns. Ja? Umarmen uns, keine Stress, also kein Stress, kein Wein. Und einfach beide sagen, ey, komm, wir gehen einfach nach Hause, besprechen alles weitere im Flieger. Ich glaube, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, dass sie traurig sein wird eher. Ja, und da muss ich halt einfach Traumvorstellung, gucken, ne? Ja. Ich habe extrem viel Zeit zum Nachdenken, genauso wie Michelle wahrscheinlich. Wir sind da auch gerade hierher gekommen, um zu testen, lieben wir uns aus Gewohnheit oder weil da halt wirklich noch echte, richtige, intensive Liebe dahinter steckt. Es ist in meinem Kopf drin, ihre Vertrauensbrüche. Das kann man auch nicht einfach so ausradieren. Alle Aussagen, die er bisher getätigt hat, waren schlimm. Ich sag mal so, wenn es mit Michelle eines Tages nicht mehr passen würde, könnte ich mir schon vorstellen, da eine Beziehung aufzubauen. Ja. Also wenn ich in einer Beziehung bin, dann gehe ich davon aus, dass es auch hält. Genau. Dann würde ich niemals von irgendeinem anderes denken, so, ich könnte mir mit dir jetzt auch so eine Beziehung vorstellen. Und das dann auch noch zu sagen, ist halt so krass. Voll. Das ist auch
alle Fälle gedankliches Fremdgehen, hundertprozentig. Ist das so deine erste richtige Liebe Beziehung gewesen? Ja, ja, okay. Ja, richtig, ja. Ich wollte unserer Beziehung einfach mehrere Chancen geben, weil ich unsere Beziehung so besonders finde. Und wichtig. Oh, jetzt werde ich sentimental. Wundervolle Frau ist, dass wir uns so gut verstehen, dass wir den gleichen Charakter haben. Aber seine Familie ist wirklich so auch meine Familie geworden, umgekehrt. Das finde ich dann schade, wenn das eines Tages nicht mehr ist. Du musst das nicht sagen, ob du jetzt zusammenbleiben willst oder nicht. Du kannst erstmal in Ruhe darüber nachdenken, zu Hause oder im Ich weiß ja auch nicht, wie sie dazu sagt, was sie fühlt. Langsam kommt mir halt vor, es war nur die Gewohnheit, weil nach diesen Aussagen ist es für mich so aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja. Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Kann sein, dass wir nicht mal als Paare da rausgehen oder schon. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Ich würde sagen, mach das. Also ja, ey, was du fühlst, ja. Jetzt wird es aber wohl langsam ein bisschen. Ist die Beziehung das, so wie sie jetzt aktuell ist, das, was du bis zum Rest deines Lebens so hast? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mehr solche Aussagen kann ich jetzt ertragen und wünsche mich auch so das Ende der Beziehung ja, unterstreichen. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Doch der Abend soll einen unerwarteten Verlauf nehmen. Was ist ein unerwarteter Verlauf? Jetzt kommt's. Endlich wieder spannend. Liebe Freunde. Der Temptation Sound kam dann irgendwann. Ich sehe diese Temptations auch immer voll besoffen. Da war ich am nächsten Tag gar nicht mehr, was da passiert ist. Was hast du Angst? Ich, wieso soll ich denn Angst haben? Oh, ist das Michelle? Das ist der Feiern. Ey, geil, das Feiern. Auch die Kassierer sagen so. Meine. Mein Leben, Alter! Sag's mal ruhig. Einfach so ein paar verrückte Sachen, so macht mir Spaß. Ja, okay, dann ist das doch schon ein bisschen außergewöhnliches Hobby. Mhm. Verloren. Eins, ne? Oh mein Gott! Oha! Yeah. Ich mein Leben! Psst. Das kann ich besser. Aber es geht eh alles von ihm aus. Nicht ihr Ernst, Alter. Oh mein Gott, Junge. Für mich war das schon ein Schock zu sehen, wie die Michelle sich verhält in der Villa. Ich hätte damit nicht gerechnet, dass sie so offensiv auf die Männer zugeht. Alter, was ist das denn für eine? Ich kann doch nicht in aller Öffentlichkeit ihr am gehen. Ich bitte dich. Du hast nicht verdient, Matthias. Ja. Wirklich nicht. Es hat mir einfach die Augen geöffnet. Sie hat ja Scheiße gebaut und da hat sie mich mehr als enttäuscht. Nö, damit hat sie mir wieder bewiesen. Okay, ciao. Ich verstehe. Passt alles. Mein ja. Leben. Alles gut. Du hast sowas nicht verdient, Matthias. Ja, ist jetzt so. Kann ich nicht ändern. Das tut mir auch echt leid um dich, Digga. Du bist so ein cooler Typ, Mann. Scheiß auf die, Alter. Ja. Mach Schluss. Ehrlich jetzt. Ja, es fällt einem natürlich nicht leicht. Aber was mischen die sich ein, Alter, ganz ehrlich? Dass es an der Zeit ist, vielleicht über die Beziehung nachzudenken und schauen, was Neues kommt. Aha. Magenumdrehungen. Jetzt voll. Ja, ich krieg richtig einen Herzinfarkt.
Ja, auf jeden Fall sind wir jung zusammengekommen und ich denke mir auch auf jeden Fall, dass sie sich nicht ausgelebt hat, dass ich ihr erster Partner bin. Und das hat mir auch zu bedenken gegeben, ob die Beziehung hebt oder nicht. Sie war der festen Überzeugung und ich war halt niemals der Überzeugung seit Anfang an, dass das hebt, weil sie sich nicht ausgelebt hat. Und dadurch, dass sie auch klammert, ist jetzt sie meiner Meinung nach die Person, die eifersüchtiger ist. Irgendwann reicht's mir. Irgendwann lasse ich mir auch nichts gefallen. Dann geht es noch. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein Punkt in unserer Beziehung, was die Beziehung zum Brechen bringen könnte. Ja. Reicht's, kannst aufhören jetzt damit. Ein Mensch ist nicht gedacht für nur eine Person im Leben. Und das sind meine Zweifel auf jeden Fall, ja. Der hat recht. Das, was er sagt, er hat recht. Ich will den jetzt nicht in Schutz nehmen oder verteidigen, ne? Aber das, was er sagt, ist hundertprozentig richtig. Was genau meinst du jetzt? Er hat es auf den Punkt gebracht. So, der hat gesagt, du bist zu so eifersüchtig. Er ist so viel eifersüchtiger als ich. Ich fand halt auch, dass es zu weit ging, dass er so sagt, so, ja, ich bin so eifersüchtig und ich bin so, ich klammer so, was einfach nicht stimmt. Warte, lass mal dieses Eifersüchtige beiseite. Ja, okay, red weiter. Aussage gegen Aussage, ich weiß nicht, ich bin nicht dabei. Ja, aber krass. Fakt ist, der sagt, der so, ich hab keinen Bock, mir ist egal, das Ding ist durch. Ich bin richtig wütend darüber, dass er einfach schlecht über die Beziehung redet, das im Fernsehen macht, das kann er mir auch persönlich sagen. Und das muss er nicht vor der Kamera preisgeben, das muss er nicht der halben Welt da preisgeben. Das ist einfach demütigend. Er hat deswegen geweint, und zwar oft. Und jetzt wird er so, ja, also wir müssen beide ausleben und wir sind so cool und ich bin so cool. Und ja, aber wenn das stimmt, was er sagt, dann hat er ja recht. Ihr seid nur noch zusammen, weil ihr euch aneinander so gewöhnt habt, das war's. Keiner hatte irgendwie den Mumm, sich zu trennen, wegen diesen 4 Jahren, wegen dieser Gewohnheit. Das Ding ist für mich geritzt, ja. Da braucht man gar nicht drüber reden. Nee. Ich glaube, dass die Beziehung von Michelle und Matteo mit Temptation Island... Ich sag euch ehrlich, schwierig, wenn sie einfach die ganze Zeit Leute einmischen. Also klar, ne, die sollen da miteinander reden, die sollen da miteinander machen und so, aber... Bro, keiner weiß, wie die Beziehung wirklich ist bei denen. Deshalb, Endet es. Der Typ macht auch Schluss mit der. 100%. Kannst du jetzt mal aufhören? Das Ding ist, sie ist auch noch jung. Und du bist auch noch jung. Also meiner Meinung nach ist Hannah und Till eigentlich auch schon Geschichte. Weil das ist keine Zukunft mit einem Mann, der ständig seine Hände bei anderen Frauen hat. Wo ich gesehen habe und gehört habe, dass der ein Betrüger ist, war das Ding schon für mich ausgelutscht. Ich weiß das, ich sehe halt immer trotzdem das Gute in den Menschen. Was gibt's zu reden, wenn einer betrügt, Alter? Der ist einfach ein Betrüger. Und wer einmal betrogen hat, der wird immer betrügen. Nimm sie doch mal im Arm, Alter. Hannah ist halt, ja, verunsichert, weil sie nicht weiß, okay, hat er jetzt was gemacht oder eben nicht. Auf der anderen Seite hat er schon vorher was gemacht. Also schon bewiesen eigentlich, dass er ihre Werte eben nicht respektiert. Ey, so leid es mir tut, aber ey, sorry. Nein, du sagst einfach das, was gesagt werden muss. Das ist einfach so. Und das habe ich bei Michelle genauso gesagt. Das Ding ist durch. Guck mal, Hannah, siehst du das? Die sind glücklich, die sind glücklich. Wann werden wir beide glücklich? Wer ist denn wer? Kannst du mir sagen, ich sehe nur Blondinen. Scheiß mal auf den Till. Der macht eh, was er will. Mein Kleid rutscht auch. Ja, das Ziel ist runter. Ich will ja nicht mal mein Mädchen sehen. Geil, Alter. Richtig. Willst du mal aufstellen hier? Genau. Hände hoch. Ja. Kommt
Ich hab was. Sie soll mitmachen. Kann man bitte umgehen? Hände an die Wand. Okay. Haben Sie hier irgendwas? Alles sauber? Ja? Sicher? Gut. Was war das jetzt, Alter? So take off all your clothes. Ja, sie hört immer auf, sie hört immer auf. Du bist heißer als der Sommer. Aber ich finde die Party so langweilig, ne? Du kannst doch voll gut singen. Was sagst du? Du kannst gut singen. Nein, kann ich nicht. Ja, ich hab davon auch gehört. Ach, echt? Dann sing ich mal für dich nur allein. Versprochen, okay? Okay. Oh, aber deine hängt auch ganz schön dran. Musst du dir auch irgendwas einfallen lassen. Irgendwas, auch wenn es nur was Kleines ist. Okay. Aber irgendwas musst du dir einfallen lassen. Versprochen? Versprochen. Ich nehme dich beim Wort. Kannst du? Ich hab die hübscheste Freundin auf dieser ganzen Welt, Mann. Ja, Mann. Till einfach. Am Anfang hat er übel reingeschissen und jetzt ist er einfach der Loyalste. Ich würde halt, wenn ich das von meiner Freundin sehen würde, würde ich halt auch nicht sagen so, yo, schlimm, schlimm, oh mein Gott. So klar schneiden die nur das, wo jemand sie am nächsten an ihr dran ist. Wisst ihr, was ich meine? Mal sehen durfte, echt. Dankeschön. Ja, ich habe Hannah jetzt wieder gesehen, habe mich mega gefreut, sie zu sehen, habe gesehen, was für ein wunderschöner Mensch sie ist. Wir haben Spaß, die haben Spaß und Hauptsache, ihr geht's gut und sie hat ein Lächeln im Gesicht, jetzt geht's mir schon viel besser, dankeschön. Im Endeffekt ist nichts Schlimmes passiert, aber trotzdem ist es halt ungewohnt, weil man solche Bilder halt nicht kennt. Oder fandet ihr das schlimm? Nein. Die Hannah hat alles richtig gemacht, Hände hochgehoben, sich immer aus der Situation rausgeholt. Ich denke, die beiden kommen ja auch nicht aus dem Kloster. Sie ist einfach cool, die Hannah. Wirklich. Seid leise, seid leise! Oh mein Gott! Seid leise! Seid leise! Erkennst du da irgendwas? Wem gehört der BH? Aber wer ist das? Das ist deine! Echt jetzt? Ja. Ich hab die Dusche angemacht, glaube ich. Ist es Bier? Ja. Ich erkenn's nicht. Du sollst zuhören. Echt Bier? Ja. Bist du um? Diese Geräusche, ne? Man hört es hier rumlecken, ja, okay. Nee, da hört man mehr. Sie stöhnt, hörst du das nicht? Alter! Entweder sie hat den Blau und die haben rumgemacht, safe. Auf jeden Fall das haben sie geknutscht. Auf jeden Fall das haben sie geknutscht, hat man gehört. Ja. Echt jetzt? Und sie hat gestöhnt. War es Pia? Das war Pia, Mann. Ja, ich sehe doch nichts, ich weiß nicht, wer da reingegangen ist. Es waren alle drei Frauen jetzt. Seine als erstes, dann seine und jetzt deine. Aber hat deine einen pinken BH? War das der BH von der Pia? Ich sehe auch doppelt, wenn ich auf den Bildschirm gucke. Oh, Alter. Ich sehe doch nichts von hier, Mann. Ja, aber zuhören, das kann doch jeder alle sein. Nein, das verwirrt mich gerade. War es denn die Pia? Woher weiß das denn, ob... Das, weil alle drei Frauen gespielt worden sind. Hä? Also ich war nicht überrascht, wie der Kevin darauf reagiert hat, weil seine drei Gehirnzellen, die er noch besitzt, sowieso nicht am rechten Platz setzen. Aber habt ihr gesehen, dass irgendwer irgendwo reingegangen ist? Das hörst du doch, dieses Geschmatze, das Gestöhne. Er geht davon aus, vielleicht hätte es auch eine andere Frau sein können, nicht seine. Da ja, gehe ich auch von aus. Nein, es ist deine Kevin, gewesen, Kevin. Deine. Ruhe, mach deine Augen auf, Mann. Die hat da gebumst, Mann. Ja, die hat gestöhnt. Ja? Ey, ich weiß einfach nicht mal. Ich höre einfach nur so Geräusche. Hör auf zu diskutieren, Mann. Das ist deine Freundin gewesen. Checkst du das nicht? Nö. Ja, merkt man. Calvin, es war deine Freundin. Es war deine. Ich sage es dir, es war
deine Freundin, die da gerade mit jemand anderen Der Typ ist halt einfach ein bisschen voll. Aber es hätte doch Matteo seine sein können. Im Endeffekt hätte es auch die Michelle sein können, weil der traut man auch alles zu. Nein, seine war doch vorher dran. Es wurden alle gezeigt. Und ja, aber willkürlich jetzt irgendwie. Oh. Nee. Nein, nach der Reihe. Lass die Leute hier fragen. War das seine Freundin? Oh mein Gott. Kann man denn Alter, Leute, ich kann nicht mehr. Calvin, jetzt guck hin. Ja, ich Calvin. Guck doch. Ich guck doch. Hör zu. Wie schaust du damit? Wir haben endlich mal so ein bisschen mehr Gefühle rausgelassen, nachdem wir uns die ganze Zeit einfach nur angegrapscht haben oder gekuschelt haben. Und man will ja auch wissen, wie andere Partner auch küsst. Ciao mit auf. Oh mein Gott. Der ist süß. Kelvin ist eine Freundin, oder? Ja. Aber geküsst hat man nichts. Hey, du bist ein Kelvin, Alter. Bleib mal bitte leise. Nicht Alter, ist das widerlich. Was geht da ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Glaubst du es jetzt, Calvin? We found each other. Also das ist halt schon krass, was wir jetzt sehen mussten. Ja, das Thema ist durch, der Drops ist gelutscht. Der ist zu voll, um irgendwas zu checken gerade. Ich hab mir hier 4-5 Tage Kopf gemacht, wie geht's dir mit dem, was ich gemacht habe? Ja, und mir hat das Herz gebrochen. Ich habe gedacht, sie wäre traurig, deswegen habe ich mir den Kopf zerbrochen. Nein. Ich hoffe, sie ist nicht traurig so, wirklich. Deine Freundin hat dich gerade betrogen. Sie hat ihre Hände an einem anderen gehabt. Sie hat die Zunge in einen anderen Mund gesteckt. Und du machst dir immer noch Gedanken, weil sie geweint hat? Ja. Ja. Nächstes Mal bei Temptation Island. Wenn ich das schon sehe, ne? Wenn ich das schon sehe. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, liebe Freunde.